Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert von Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ihr kennt das vielleicht, ihr seid unterwegs und ihr habt keinen sinnvollen Anzünder dabei. Ihr habt doch in der Nähe keine Birke. Also was tun? Wie kann man denn jetzt ein gutes Feuer machen, ohne jetzt wirklich viel sammeln zu müssen? Und dazu möchte ich euch halt mal was zeigen, den sogenannten Feverstick. Den wollen wir mal gemeinsam machen. Das soll einfach ein kurzes, schönes Video sein, um euch das mal zu zeigen. Viel Spaß! Ja, liebe Freunde, wie der Name schon sagt, geht es beim Pfefferstick darum, den Stock oder in meinem Fall das dicke Stück so weit aufzusplitten, bis es wie eine Feder sich verhält. Und dazu macht man solche Holzlocken. Man kann die auch einmal komplett drumherum machen, also wirklich quasi einmal komplett um den Stamm drumherum gehen. Aber wichtig ist eigentlich nur, man macht hier diese Holzlocken, man macht die möglichst fein. Man sucht natürlich einen Stock, der möglichst trocken ist. Noch besser ist der Effekt, wenn man das quasi von beiden Seiten macht. Also von einer Seite ran und von der anderen Seite auch. Macht man diese schönen Holzlocken hier. Macht da einfach so viel wie es geht. Ihr braucht ein scharfes Messer, am besten mit einem Scandi-Schliff, das geht glaube ich ganz gut. Und macht da so viele Holzlocken, wie es irgendwie möglich ist. Wenn welche runterfallen, ist es nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr überhaupt ein paar habt. Na, Jule guckt auch. Und jetzt versuchen wir die mal zu entzünden und ich zeige euch mal, was dann passiert. So, jetzt habt ihr hier diese schönen feinen Holzlocken. Könnt ihr den Feuerstahl quasi bis ranhalten. Und jetzt müsst ihr nur noch Funken abbekommen und diese entzünden. Das fängt gut Funken bei mir. Es geht noch nicht an, aber es ist halt schon kurz vorher. Versuchen wir nochmal mit dem anderen Stock. Viel besser kann man die Feathersticks machen, also wirklich Federn, wenn man aus einem großen, trockenen Flock irgendwie ein Stück rausbatont oder mit dem Beil raushackt und dann kann man daraus arbeiten. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, auch daran seht ihr, ich bin auch kein Profi. Ich habe mir jetzt hier Mühe gegeben, Holzlocken abzumachen. Das geht hier etwas besser als an dem anderen Stück, aber auch nicht perfekt. Und das versuchen wir aber jetzt mal mit dem Feuerstahl anzuzünden. So, wenn der kleine Hunger kommt, greife ich gerne auf den Trick zurück. Habe ich damals in einem Video von Benjamin Clausen das erste Mal gesehen und seitdem schon so 3-4 Mal unterwegs gemacht. Einfach Thunfisch in Öl nehmen wir. Aufgemacht. Und hingestellt. Und obendrauf kommt so ein bisschen Papier. Und dann tränken wir das gut mit dem Öl. Soll richtig schön getränkt sein.
Das muss ich gut vollsaugen. Und dann brennen wir das einfach am Rand an. Ich habe jetzt hier einfach Klopapier mitgenommen. Kann auch ein Taschentuch oder irgendwas nehmen. Man kann das dann auf allen vier Seiten anbrennen. Das Öl verhindert, dass das Taschentuch, was oben drauf liegt, ausgeht. Und es brennt quasi wie so eine Art Kerze eine ganze Weile. Und bildet dann oben drauf so eine Art Feuerdeckel, der den Thunfisch unten drunter so richtig schön durchknuspert, der dann schön erwärmt. Dann kann man das gut essen. Während das jetzt bei mir noch brennt, kann ich hier ein Stück Schokolade, schöne Panzerschokolade essen. Mmh. Und auch so einen feinen Panzerkeks. Guten Appetit! So, nach etwa 3 Minuten ungefähr, das reicht dann schon, kann man das runternehmen. Man kann auch warten, bis es komplett verbrannt ist, je nachdem wie man halt möchte. So, und dann kann man es auch runternehmen. Und fertig ist der Thunfisch. Obendrauf schön durchgeknuspert, hoffentlich noch ein bisschen Öl drin. Genau, sieht bei mir gut aus. Und jetzt kann ich ihn mir schmecken lassen. Guten Appetit. Mmh. Gut. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen. Es ist gar nicht so einfach mit Pfeffersticks, also wirklich mit geschnitzten Federn Feuer zu machen. Man muss die sehr, sehr fein schneiden, die Locken. Und dann muss man auch selbst mit dem Feuerstahl noch ein bisschen arbeiten. Also so ein paar kleine Raspeln abmachen, dann die entzünden. So habe ich es hinbekommen, so konnte ich es auch wirklich entzünden. Es ist aber nicht so einfach. Ich würde sagen, mit Birke war es etwas einfacher. Das hier geht auch für die große Not. Es ist aber halt ein bisschen schwieriger. Ich empfehle euch aber trotzdem, probiert es mal aus und vor allen Dingen übt so die Techniken, weil ihr wisst nie, wann man es mal braucht und ob man es mal braucht, dass man vielleicht auch irgendwie anders noch Feuer machen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächstes Mal geht es auch wieder raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt mir gerne ein Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Und bleibt gerne bei mir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Euer Robert vom Rabenstein. Macht's gut. Ja.